Danke Ihnen sehr. Ja, was für ein bewegender Film, alleine der Schluss. Also wer da nicht mit einem Lächeln im Herzen quasi rausgeht, weiß ich auch nicht. Wie kam das überhaupt zustande? Ich meine, war das ein Projekt, das an Sie vom Vatikan herangetragen wurde, oder hatten Sie sich mit diesem Gedanken schon getragen vorher? Nö, ich habe mir das im Traum nicht gedacht, dass ich mal einen Film mit dem Papst machen würde. Denkt man ja nicht dran, ne? Die sind ja... Genau, die Frage ist direkt, ob Sie katholisch sind. Bin ich aufgewachsen in der katholischen Familie. Katholische Schule, katholische Pfadfinder. Und dann kam Rock'n'Roll und Kino. Das ist nicht kompatibel. Und dann kam 1968, da war ich sozialistischer Student, da bin ich aus der Kirche ausgetreten. Nee. Dann bin ich später wieder eingetreten. Auf der anderen Seite. Allerdings durch die andere Tür, durch die protestantische Tür. Also die haben tatsächlich einen Katholiken einen Film mit dem Papst machen lassen, fand ich anständig. Aber wurde das mal diskutiert? Ich habe denen das gleich gesagt. Also die haben mir einen Brief geschrieben. Könnte es Sie interessieren, nach Berlin, das war schon Dezember 13 im ersten Jahr von Papst Franziskus, und haben mir einen Brief geschrieben. Dann kriegt man schon mal Post vom Vatikan, ne? Wären Sie da interessiert, mal vorbeizukommen und über ein Projekt zu reden, das mit dem Papst zu tun hat? Gut, vorbeikommen kann ich ja. Erstmal rauskriegen, was wollen die denn? Ich kann ja keinen Film machen, keinen Auftragsfilm für den Vatikan machen. Und dann war das aber überhaupt nicht deren Ansinnen. Ich habe dann gemerkt, der Mann, der mir den Brief geschrieben hat, war ein ganz enger Vertrauter vom Papst. Das war sein Leiter eines neu gegründeten Büros für Kommunikation. Das war ein Jesuit, ein Cinephiler, hatte Kino studiert, auch Bücher geschrieben. Und der hat mir diesen Brief geschrieben. Und dann habe ich ihm auch gleich gesagt, also, wir haben jetzt keinen katholischen Regisseur vor sich. Da hat er gesagt, das wüsste er. Und dann habe ich auch gesagt, ich kann auch jetzt nicht einen Film machen, den ihr irgendwie finanziert oder so. Hat er gesagt, kommt auch überhaupt gar nicht in Frage. Also wenn Sie das interessiert, dann müsste das ein völlig unabhängiger Film sein. Denn Sie müssen die Finanzierung selbst zustande kriegen und auch die Produktion, und wir halten uns dann da raus. Aber Sie hätten dann, wenn Sie das machen würden, einen privilegierten Zugang zum Papst Franziskus und auch zu unserem Archiv. Aber natürlich muss das ein unabhängiger Film sein. Und natürlich reden wir ihn nicht rein, sonst ist das Ganze ja nicht glaubhaft. Und dann habe ich gedacht, das ist ein guter Vorschlag. Mhm. Und dann habe ich mich dran gemacht. Hat lange gedauert, weil ich hatte noch einen anderen Film, der noch zu Ende werden kommen musste, den Salz der Erde, und das war noch nicht fertig. Und dann lange gedauert, bis wir dann tatsächlich auch die Finanzierung hatten und dann den Film angefangen haben. Und wie sah das dann in der Praxis aus? Also war das wirklich so, die wollten auch die finale Fassung nicht irgendwie abnehmen oder so? Ja, es war so. Oh, okay. Die haben, ich habe den Film mal zwischendurch gezeigt in der ersten Schnittfassung, weil ich dachte, die sollten zumindest wissen, was ich alles gemacht habe. Und dann war der 3 Stunden lang und dann habe ich den Film denen gezeigt. Es waren nur 3 Leute, die ihn geguckt haben. Ich habe auch nie mehr als mit diesen 3 Leuten zu tun gehabt. Ich habe im Vatikan keinen Menschen getroffen, außer dem Papst, den Dario Vigano, der das Büro für Kommunikation geleitet hat, den Stefano D'Agostini, der unsere Connection war zu Vatikan TV, weil die hatten viel Dokumentarmaterial, was wir benutzt haben, und meinen Übersetzer aus dem Spanischen ins Französische. Englisch konnte er nicht, in Deutsch auch nicht. Ich habe auch den Film im Prinzip mit dem Papst zusammen in Spanisch gemacht, aber manchmal brauchte ich doch einen, vor allem wenn er mal was, einen Witz gemacht hat oder was Komisches gesagt hat, das ist dann immer so, da fehlt es dann in der anderen Sprache am meisten. Und dann
hat er gelacht, dann habe ich dann doch gefragt, was hat er jetzt gesagt? Also, ja, also alle Fragen auf Spanisch hoffentlich. Manchmal, ja, ich habe alles auf Spanisch gemacht und manchmal brauchte ich halt ein bisschen Hilfe. Und das waren die einzigen drei Leute, mit denen wir je zu tun hatten im Vatikan. Und die haben dann auch den Film gesehen, als er 3 Stunden lang war. Und der einzige Kommentar, den ich je bekommen habe, war, das bleibt hoffentlich nicht so lang. Wundervoll. Und dann ist er dann jetzt 90 Minuten lang. Das ist auch eine gute Länge. Der Papst selbst hat den Film noch nicht gesehen. Ja, wenn wir das gewusst hätten. ihr könnt ihm ja mal schreiben. Und wie viele Treffen gab es denn? Ich habe unterschiedliche Sachen gelesen, 3 oder 4 gab es da? Wir hatten 3 vereinbart, das war jeweils 2 Stunden. Ihr seht mich so, ne? Kann ja. Ich so sitzen. Wir haben 3x2 Stunden gedreht und dann zwischendurch auch in Assisi mit den Schauspielern die Reenactments mit dem heiligen Franziskus. Und dann hatte ich hunderte von Stunden von Dokumentarmaterial aus der ganzen Welt, von Fernsehanstalten aus der ganzen Welt. Und dann habe ich nach 3x2 Stunden, dann waren insgesamt 40 Fragen oder 42 Fragen, dann habe ich ja lange geschnitten, fast ein Jahr, und dann gemerkt, mir fehlten noch ein paar Stücke und das eine oder andere hat mir noch gefehlt. Und vor allem hatte ich keinen Schluss. Und dann habe ich gefragt, kann ich nicht doch noch ein letztes Mal eine 4. Session? Und das ging dann auch noch. Und da habe ich dann Papst Franziskus erklärt, was mir noch fehlte und dass ich vor allem keinen Schluss hätte. Und ich könnte auch nicht eine Frage stellen, die so, haben Sie noch ein Schlusswort oder so? Das ging ja auch nicht. Und da hat er gesagt, okay, ich habe schon verstanden, machen sich keine Sorgen. Großartig. Und dann habe ich die anderen Fragen so gemacht. Insgesamt habe ich 55 Fragen an ihn gestellt. Die er nicht kannte vorher? Die er nicht kannte. Ich hatte den ganzen Katalog mal geschickt, aber okay. Dann habe ich welche weggelassen und andere anders gemacht. Das war nicht so wichtig. Er hat zumindest nie gewusst, was dran kam und hat das dann auch alles sehr spontan beantwortet und hat sich auch keiner Frage nicht gestellt. Und in diesem letzten Interview, dann hatte ich so meine Fragen durch und dann hat er auf einmal angefangen, so aus dem Nichts, plötzlich hat er so ein neues Thema angefangen. Ein Künstler ist ein Apostel der Schönheit. Ich habe mich schon gewundert, wo will er jetzt drauf raus? Was macht er jetzt? Weil das hatte ich ihn ja nicht gefragt. Und dann kommt er so aus dem Nichts mit diesem Ding, ja, dass wir sind eigentlich alle Künstler und wir haben auch 2 Sachen, die wir können. Wir können, haben unser Lachen und den Sinn für Humor und damit kann jeder anderen helfen. Und da habe ich dann gemerkt, ach, jetzt ist er am Ende. Jetzt hat er die Kurve hat er selbst gekriegt und dann hat er dann diesen Witz mit dem mit der Verdauung und das sind wir wieder bei Ose. Und dann hat er sich vom Publikum verabschieden, da war mir klar, er hat sich den Schluss selbst ausgedacht. Großartig. Ja. Apropos Publikum, wir wollen das nicht unter uns führen. Also wenn Sie Fragen haben, unsere Vorführerin Pramila reicht Ihnen gerne das Mikrofon an. Da ist direkt die erste Frage. Nee, ich habe keine Frage. Ich hatte ja schon, oder ich hatte schon gefragt nach dem Katholizismus. Das war mir deshalb wichtig, weil ich konnte den Film unter 2 Perspektiven sehen. Das eine ist wirklich als katholischer Botschafter, dann hätte ich eine Art Propagandafilm gesehen. Das war ich nicht so glücklich mit. Und ich habe die 2. Perspektive gehabt. Es ist ein globaler Beobachter, der diesen Film gemacht hat. Und ich werde Zeuge davon, was er sieht. Bravo, vielen Dank. Dankeschön. Natürlich ist, wenn man seine Jugend in einem katholischen Haushalt und auch in einer katholischen Schule zugebracht hat und Messdiener war und alles, das prägt einen natürlich schon. Ne? Also, und ich wusste auch von meiner Kindheit, war mir das sehr bewusst, wer der heilige Franziskus war. Das war überhaupt der einzige Heilige, den ich mit Namen kannte und wo ich was mit verband. Das war der mit den Vögeln geredet hat und der freiwillig arm geworden ist und der mit den Armen gelebt hat und der unter anderem während der Kreuzzüge zu den muslimischen
Machthabern gegangen ist, um mit denen über die Beendigung der Kreuzzüge zu reden. Und das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Es ist ja aktueller denn je. Also dieser heilige Franziskus war ein toller Hecht. Und deswegen, als ich am Fernsehen saß, so wie viele andere Menschen auf der Welt, Millionen von anderen Menschen, im März 2013 und dann ein neuer Papst, hat man ja gehört, es gibt einen neuen Papst, da habe ich natürlich auch den Fernseher angemacht. Und bevor dieser Mann, Bergoglio, überhaupt vortrat, bevor man ihn gesehen hat, hieß es auf Lateinisch, der neue Papst hat sich den Namen Francesco gegeben. Und da war ich ganz schön von den Socken. Ein paar Sekunden später ist er dann aufgetreten, da habe ich gedacht, der Mann, der ja jetzt kommt, der hat Mut, weil sich heute Franziskus zu nennen, da braucht man wirklich Mut zu. Und deswegen hatte ich eine gute Meinung von dem Mann, als der Brief dann kam, ein paar Monate später. Ich hatte ihn auch ein bisschen verfolgt und fand das schon erstaunlich, die Zeichen, die der gesetzt hat und den Wandel, den er offensichtlich bereit war, durchzusetzen. Vielen Dank, ich fand den Film großartig. Ich wollte fragen, wie sind Sie auf Ihren Fragenkatalog gekommen? Und von den vielen Fragen, die Sie hatten, wie viele sind jetzt in dem Film übrig geblieben? Hat er auf alle Antworten gegeben? Oder ja, also wie haben Sie da wahrscheinlich irgendwie redigiert? Wir haben 55 Fragen. Hin und wieder hat er in seiner Antwort eine Frage von mir, die ich eigentlich fragen wollte, in der Antwort schon mitbeantwortet. Also ich hatte ein paar mehr, die ich dann nicht gestellt habe. Er hat es auch sehr gut verstanden, dass ich ihn gebeten habe, die Antworten so zu machen, dass er die Fragen beinhalten würde. Also, dass ich mich als Fragenden rausschneiden könnte. Das hat er von Anfang an sehr gut verstanden und beherzigt. Und so, ich glaube, da ist ungefähr kondensiert so die Hälfte der Fragen drin. Die andere Hälfte ist da nicht drin. In den 3 Stunden, die ich mir erstmal gezeigt habe, war fast alles drin. Aber es war klar, dass man muss immer was weglassen und das ist im Schnitt so, der berühmte Spruch, kill your darlings. Ich habe auch ein paar der schönsten Sachen vom Papst Franziskus dann weggelassen, weil es in das Ganze dann nicht so reingepasst hat. Und da ist fast alles drin. Und die Arbeit an dem Film war eigentlich, diesen Bogen zu kriegen, dass man dem folgen kann und dass er sich nicht wiederholt und dass alle seine Themen, die ihm am Herzen liegen, so insgesamt in einem Bogen so tangiert werden. Und das war mein Ziel. Waren die Fragen formuliert im Hinblick auf, was Sie wussten, was seine Herzensthemen sind, oder waren es Ihre Herzensthemen? Es war eine Mischung aus beiden. Wir haben uns so lange, lange überlegt und an diesen Fragen auch zum Teil lange arbeiten können, weil die Interviews gingen über 2 Jahre, es waren vom ersten, das im Frühling 16 war, bis zum letzten im Herbst 17 hatten wir doch ganz schön viel Zeit und die haben sich dann langsam verdichtet. Und eigentlich gibt es eigentlich kaum was ich mir vorstellen kann, was man sonst noch hätte fragen sollen. Also wir haben schon sehr versucht, das, was die Welt von ihm wissen will, auch von ihm zu erfahren. Haben Sie mit dem Papst auch gebetet? Wo sind Sie? Achso. Das allererste Mal, dass er uns überhaupt gesehen hat als Filmteam, war auch das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Wir waren auch ganz schön nervöser Haufen. Wir waren ungefähr 8, vielleicht auch 10 Leute. Das Team mit Licht und Ton und Kamera und allem drum und dran. Und mir, und wir hatten ihn noch nie getroffen und ganz schön nervös. Und dann kam er auch alleine zur Tür rein, das war in einem Saal im Vatikan, kam auch ohne Begleitung, war immer ohne Begleitung und allein. Als wir draußen einmal in der Natur gedreht haben, kam er in einem kleinen Fiat Panda, hat er nicht selbst gefahren, da hat ihn jemand gefahren. Ansonsten kam er immer allein, ohne jede Entourage. Und als er das erste Mal kam, hat er schon gemerkt, da ist ein Haufen Leute, die ziemlich nervös sind. Und dann hat er erstmal breit gegrinst und dann hat dann jeden Einzelnen begrüßt, einen Handschlag und mit jedem ein paar Worte gewechselt. Und dann waren wir allmählich alle ein bisschen ruhiger. Und dann hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, Sie müssen wissen, Herr Wenders,
Ich habe von Ihnen gehört, aber ich habe keinen einzigen Ihrer Filme gesehen. Ja, er darf ja auch nicht lügen. Ne? Und dann war seine nächste Frage, hat er die Kamera gesehen und da war sein Stuhl. Und seine nächste Frage war, und wo sitzen Sie? Weil es waren keine zwei Stühle da. Die Frage war sehr berechtigt und das war auch meine größte Sorge, weil ich hatte das vorher niemandem erklären können, wie ich den Film drehen wollte, nämlich so, dass er sie, Zuschauer, anschaut. Mit diesem umfunktionierten Teleprompter vor der Kamera, sodass er mich, dass ich nicht vor ihm säße, sondern dass er mich auf dieser Leinwand, auf dieser durchsichtigen, diesem Monitor, diesem durchsichtigen sehen könnte. Und die Kamera hat ihn dann durch diesen Teleprompter hindurch gefilmt. Auf dem waren natürlich nicht seine Antworten, sondern auf dem war eben ich zu sehen. Also er hat mich angeschaut und wir haben ein Gespräch geführt und dadurch hat er sie alle angeschaut. Und dann wollte halt wissen, wo sitzt du? Dann habe ich ihn hinter die Kamera geführt und da war dasselbe nochmal, nur umgekehrt. Eine Kamera, die auf mich gerichtet war und ich hatte auch diesen Teleprompter vor meiner Kamera und auf dem habe ich ihn dann gesehen und hat es auch sehr schnell verstanden, dass wir also Auge in Auge wären, aber die Technik zwischen uns stünde. Und dann in der Tat sagte er, aber jetzt lass uns erstmal zusammen beten. Dann haben wir gemeinsam meinen Vater unser gebetet. Das war das einzige Mal. Ansonsten hat er sich auch jedes Mal, wenn wir gedreht haben, am Schluss nochmal von jedem verabschiedet, jedem Einzelnen wieder. Genauso hat er auch keine Unterschiede gemacht, ob das der Produktionsassistent oder der Kameraassistent oder Elektriker war oder der Produzent oder der Regisseur, mit jedem genauso lang. Und ganz am Schluss, wenn er rausgegangen ist, sich noch jedes Mal nochmal umgedreht und gesagt, bitte betet für mich. Das waren die Gebetsimplikationen. Bevor die nächste Frage ist, habe ich dazu zwei Nachfragen. Zum einen, können Sie uns noch Einblick geben in diesen Prozess der Findung, wie das zustande kam, diese Idee? Mit dem Teleprompter, gab es da ein Vorbild für? Ich habe das ein bisschen so verwendet in dem Film Salz der Erde mit dem Salgado. Und diese Methode des umgebauten Teleprompters stammt von meinem Kollegen Errol Morris, Dokumentarfilmer, der auch eine Maschine gebaut hat dafür, die heißt Interotron, die dafür gemacht ist, dass der Interviewte den Interviewer sozusagen durch die Kamera hindurch sieht. Und die zweite Frage, weil das schließt so ein bisschen an diese Gebetsfrage, weil als ich den Film gesichtet habe, da hatte ich mich mit Leuten unterhalten, die meinten auch, ach, es wäre doch jetzt schön, wenn er uns am Schluss noch irgendwie segnet. Stand das mal zur Debatte, wenn er uns schon so anguckt, dass damit der Film endet? Das ist dann nicht zur Debatte. Also ich habe ihn nicht gefragt. Ich fand, dass er, indem er viermal zwei Stunden lang so geduldig jede Frage beantwortet hatte, dass er damit schon ganz schön viel getan hat. Auf jeden Fall. Das ist die nächste Frage. Also ich habe eine kurze Frage und eine vielleicht nicht ganz so kurze Frage. Die eine kurze Frage ist die nach der Musik, die kurz vor dem Abspann oder kurz vor dem letzten Verdauungsjoke lief, die man auch im Bild gesehen hat, dieser Gesang. Ist das was aus Georgien oder nicht? Da war er zu Besuch in einer georgischen Kirche, einer armenischen Kirche, das ist in Armenien. Und das ist ein Psalm, der auf Aramäisch gesungen ist von einem Pater da. Das ist ein aramäischer Psalm 64, so wie ich mich erinnere. Und die andere Frage betrifft sozusagen auch das Thema, was wir jetzt schon viel hatten über Katholizismus, Ihren eigenen Katholizismus oder, sage ich mal, Ihre eigene katholische Geschichte. Und ich hatte bei dem Angucken des Films so ein bisschen das Gefühl manchmal, dass da so eine Sehnsucht des Wim Wenders sich vermittelt, den Katholizismus wiederzufinden, auch vielleicht so eine Art von Heilsfigur zu finden und dieser Figur die Möglichkeit zu geben, direkt zu den Menschen zu sprechen. Das ist ja wie so eine Art von, also diese Technik, ich kenne diese Technik zum Beispiel von Edward Butinsky, der hat es eingesetzt, um Kinder aus dem Gazastreifen mit der Kamera spielen zu lassen. Und wenn man das in der Ausstellung sieht, dann lachen die Kinder einen völlig an und man kann nicht anders als mit denen lachen. Das ist so witzig.
Und das ist so eine ganz andere Situation, wo man jemandem so gegenübersteht und ihm genau ins Gesicht guckt. Und jetzt haben wir so einen Papst, der so, also Papst, wenn der Papst mit einem direkt spricht, dann hat man oft so das Gefühl von ex cathedra oder so. Das ist natürlich hier ganz anders, aber trotzdem ist das ja so eine Art von Sendungsbewusstsein. Also und weil Sie auch vorhin gesagt hatten, Sie hätten sich keine andere Frage vorgestellt, da hatte ich vielleicht ein bisschen auch gerade aus der Generation heraus ein bisschen anderen Bezug dazu. Also gerade wenn man sich das journalistisch nochmal anschaut, wie das jetzt zurzeit so, wie der Umgang ist mit dem Papst und wie sich auch das Bild öffentlich wandelt, hätte ich mir ein, zwei Fragen auch anders, noch kritischer vorstellen können. Wie würden Sie sich dazu äußern? Ja, im Nachhinein hätte man vielleicht das eine oder andere anders gemacht. Ich habe eigentlich keinen Grund gesehen, ihn zu kritisieren. Ich sehe auch nach wie vor keinen Grund, seine Politik, wenn ich mal sagen will, der Transparenz, die er in die Kirche reinbringen wollte, das war sein erklärtes Ziel, und seine Politik der Zero Tolerance gegenüber der Pädophilie zu kritisieren. Ich glaube ihm das. Ich bin sicher, dass er das komplett so meint und auch mit allen Kräften verfolgt. Ich habe aber auch im Laufe des Films dann gemerkt, gegen welche Widerstände er diese Transparenz versucht durchzusetzen. Und wenn ich in der Geschichte der Rezeption dieses Films Feindseligkeiten gesehen habe, dann waren das eher von katholischer Seite. Der Mann hat viele Gegner, und vor allem in seiner Kirche, und viele wollen diese Transparenz nicht und viele mögen auch seine Politik Zero Tolerance nicht und haben dagegen obstruiert. Und wenn ihm dann vorgeworfen wird, zum Beispiel, dass er einiges gewusst hätte und nicht weiterverbreitet hätte, kommt es gerade von den Leuten, die diese Zero Tolerance sowieso nie unterstützt haben. Und ich glaube, dass er nach bestem Wissen und Gewissen diese Transparenz und diese Durchsichtigkeit verfolgt, aber dass es wahnsinnig schwierig ist, sowas zu machen, wenn man so eine Riesenorganisation vor sich hat oder hinter sich hat oder eben nicht hinter sich hat, und das nur funktioniert, wenn alle mitmachen. Ich hätte vielleicht die eine oder andere Frage im Nachhinein anders gestellt. Gleichzeitig. Welche? Ja, zum Beispiel nach der Zero-Toleranz-Politik. Gleichzeitig ist das ja das Einfachste der Welt zu sagen, wo ist denn der kritische Geist, wo ist denn die kritische Distanz in deinem Film, lieber Wenders? Bin ich auch oft gefragt worden. Und dann kann ich nur sagen, ich mache Filme nicht, weil ich was kritisieren will oder weil ich was hinterfragen will, sondern ich mache Filme, um einem Anliegen oder etwas, was ich wirklich mag, oder der Arbeit von jemand so nah wie möglich zu kommen. Das war so bei den alten Herren in Kuba. Da haben mich auch viele Leute, auch vor allem in Frankreich, auch in Amerika, sehr in Amerika, schwer angegangen, dass ich so unkritisch gegenüber dem kubanischen Regime gewesen wäre und so. Gott weiß, das war nicht mein Job. Buena Vista Social Club. Ja, Buena Vista Social Club. Ich war nicht mein Job. Ich wollte an diese alten Männer rankommen, so dicht wie möglich, und wissen, wie die das geschafft hatten, da so zu überleben und so an ihre Musik zu glauben. Bei Pina war es, das ist ein Film über Pina Bausch, den ich gemacht habe, war es eigentlich genau dasselbe. Es gibt auch viele, die Pina kritisiert haben für ihre Methoden und wie hart sie mit ihren Tänzern umgegangen ist. Ich habe mich interessiert, habe nur interessiert, was ihre Tänzer über sie gesagt haben, weil sie war schon tot, als wir den Film gemacht haben, und welche unglaubliche Gaben zu dieser Schönheit geführt haben, die Pina produziert hat. Und beim Salgado gibt es auch 1000 Leute, die sagen, aber dann musstest du doch kritischer hinterfragen, das ist der Film Das Salz der Erde. Das ist ein Mann, der 20 Jahre lang auf allen Kriegsschauplätzen und auf allen Katastrophen der Welt fotografiert hat und daran fast zugrunde gegangen wäre. Da haben mich auch viele Leute gefragt, der hat doch das Elend der Menschen verherrlicht oder auch damit Geld verdient.
sehe ich anders. Auch bei dem bin ich ganz nah an den rangekommen, nicht mit der kritischen Distanz. Die kritische Distanz ist meines Erachtens, was das hat jede Fernsehsendung über den Vatikan. Das, einen Film mit kritischer Distanz zu machen, ist das Einfachste der Welt. Ja, ja, lass mich mal zu Ende machen. Weil mir liegt da was dran. Ich weiß, das komme jetzt ein bisschen ab. Ich hätte natürlich kritischer fragen können. Gleichzeitig wäre ich damit nicht so weit gekommen mit dieser Zuneigung, die ich zu dem Mann hatte und mit dieser Idee, dass ich Filme für was mache und nicht gegen was. Und ich wollte eigentlich einen Film machen für einen Mann, der meines Erachtens wahnsinnig viel Mut hat und irrsinnig viel Widerstand. Meine Frage hat sich ganz speziell auch auf dieses erzählerische Mittel oder dieses kameratechnische Mittel bezogen, weil das eben genau den Zuschauer in die Position setzt, dass er dem Papst direkt zuhört. Das, so meinte ich das. Also das ist schon nochmal ein speziellerer, weil, also klar, es gibt diesen Film über den Salgado, es gab auch den Film über den Nachtway. Da gab es zum Beispiel die Kamera auf der Kamera, das gab es bei dem Salgado nicht. Das ist auch so ein spezielles erzählerisches Mittel, wo man dann plötzlich im Krieg drin ist und der Kriegsfotograf selber ist und so. Und das ist einfach ein anderer, deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt. Aber vielen Dank. Also die Idee mit dieser, dass der Papst in die Kamera schaut und sozusagen alle anschaut, war eigentlich eine, die ich gemacht habe, bevor ich ihn überhaupt zum ersten Mal getroffen habe. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich dem Mann wirklich stundenlang gegenüber sitze und der mich anguckt, dann darf ich doch dieses Privileg nicht in den Wind schlagen. Dann ist doch genau das eigentlich das, was ich eigentlich weitergeben will. Und die Interviewsituation, die normale Interviewsituation in Filmen, dass jemand also an der Kamera vorbeiguckt, sowohl der Interviewer als auch der Interviewte, das ist halt Talking Heads, das finde ich letztendlich dann doch uninteressant. So ist es eben ein Film mit einer Haltung und das ist das, was besonders macht, glaube ich auch. Zumindest ist es meine, es gibt ja auch andere. Ja. Meine Frage hat vielleicht also mit der jetzigen Frage und Antwort etwas zu tun. Ich möchte gerne fragen, wie der Film, also von der Seite der Geistlichen, egal vom Vatikan oder vielleicht noch allgemeiner von der Seite vom christlichen, geistlichen reagiert würde. Gab es nur die Kompliment oder gab es vielleicht also einige kritische Kommentare? Also, das ist meine Frage. Ich bin ganz schön viel mit dem Film gereist und auch in Amerika. In Amerika gab es heftigste Kritik an dem Film von Seiten der Evangelikalen. Die hatten Schaum vor dem Mund und waren wirklich, wirklich aufgebracht über diesen Film. Weil für die ist das ein Kommunist. Für die ist das ein Ketzer und Kommunist. Für die ist diese Figur unerträglich. Ich rede von den Evangelikalen. Auf der katholischen Seite ist der Film mit gemischten Gefühlen. Ich habe viele Katholiken gesehen, gerade bei den Jesuiten hat er viele Freunde gehabt und auch bei den Franziskanern, bei vielen katholischen Geistlichen habe ich sehr viel Zögern gespürt. Ich habe auch ein paar Bischöfe im Publikum gehabt. Einer, der aus München, hat allerdings über den Film dann in seiner nächsten Predigt geredet. Das fand ich eine Ausnahme. Vielen hat er... war er zu, er ging zu sehr ans Eingemachte von ihrer eigenen Haltung her. Bei den Protestanten ist der Film viel besser angekommen als bei den Katholiken. Ich weiß ja auch, eine protestantische Haltung ist, ne? Ich weiß es nicht. Bei Nichtgläubigen viel Erstaunen, weil gerade Nichtgläubige, die eigentlich in den Film reingegangen sind, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, mit der Haltung, warum gehe ich eigentlich in den Film mit dem Papst? War dann doch großes Erstaunen, was dieser Mann an Haltung hat, an moralischer Haltung gegenüber Armut, gegenüber ökologischen Fragen, gegenüber sozialen Fragen,
die unsere Politiker ja alle nicht mehr beantworten. Und dass er sich politisch einmischt, ja, wie in der UN. Ja, er mischt sich schon ziemlich ein, ja. Ich habe nur eine ganz einfache Frage zu dem Bildmaterial, was Sie ja auch zeigen. Von den verschiedenen Reisen, die der Papst gemacht hat, wo haben Sie die her? Oder haben Sie die aus dem Archiv oder haben Sie die jetzt selber ausgesucht? Zum Beispiel die Treffen auch mit den anderen Kirchenfürsten der anderen Religionen und so weiter. Ich habe circa 800 Stunden Material gesichtet von allen Reisen, von 800 allen Stunden. Von allen Reden, von allen Besuchen. Und das ist ja alles ziemlich dokumentiert. Wir haben das alles nicht selbst gemacht, weil das wäre der nackte Wahnsinn gewesen, weil es hätte die Mittel, die Möglichkeiten des Films komplett überstiegen. Das ist ein erklärtermaßen armer Film gewesen. Wir haben den Film mit sehr, sehr geringen Mitteln gemacht. Das wollte ich auch von Anfang an. Wenn wir da selbst überall mitgereist wären, wo er sowieso immer gefilmt wird, hätte es viel zu viel gekostet. Wir haben den Film wirklich für ein Apfel und Ei gemacht, weil ich mir gedacht habe, ein Mann, der davon redet, dass wir mit weniger auskommen, über den kann man keinen teuren Film machen. Also haben wir alle seine Reden aus Materialien, aus Fremdmaterialien bezogen. Zum Teil sind das zwei junge Kameramänner von dem Vatikan TV, die immer mit ihm mitreisen, aber viel auch amerikanisches Fernsehen, südamerikanisches, von den Philippinen, aus Italien, also viele Fernsehanstalten. Deswegen ist das Material auch manchmal komisch und ein bisschen schlecht und nicht so tolle Qualität manchmal. So, wir haben noch eine letzte Frage von ihr. Ich habe eine Frage zur Filmmusik, zum Titelsong oder Abspann zumindest. Die ist ja extra komponiert worden und von Patti Smith und auch von ihrer Band eingesungen worden und geht ja dann fast wieder so ein bisschen Richtung Rock'n'Roll zurück. Wie kam es dazu? Die Patti Smith ist eine gute Freundin von mir seit langer, langer Zeit. Und wir haben einen Teil des Films, also diese Sequenzen mit dem Heiligen Franziskus, in Assisi gedreht. Und da haben wir mit meinem kleinen Team auch immer in dem Mutterkloster der Franziskaner gewohnt bei denen. Und ein Jahr bevor ich diesen Film angefangen habe, hat Patti auch da mal gewohnt bei denen, eine Woche lang, und hat Workshops gemacht und hat auch an einer Konferenz teilgenommen. Und sie hat mir erzählt, dass am letzten Abend, als sie mit den Fratres, wo ich dann auch immer abends gegessen habe, ein großer Tisch, da saßen 40 Leute und haben jeden Abend ein ziemlich einfaches Mahl zu sich genommen. Da hätte sie am letzten Abend auch mit denen gesessen und ein Glas gehoben und einen Trinkspruch zum Abschied gehabt. Und das war, ihr wisst es alle noch nicht, ihr lieben Franziskaner, aber der nächste Papst heißt Franziskus. Und da gab es ein riesiges Gelächter unter den anwesenden Franziskanern. Und sie haben sie alle kaputt gelacht über diese naive Amerikanerin, die wirklich nicht weiß, was läuft in der Kirche. Und dann hieß der Franziskus. Und dann, weil sie mir das erzählt hatte, habe ich dann auch an niemanden anderen gedacht für den Schlusssong, weil ich wusste, dass sie da eine Beziehung zu hatte. Was für eine tolle Geschichte. Ja, bevor wir abschließen, Sie haben fast alle großen Preise gewonnen mit Ihren Filmen. Sie sind auch mit 3 Dokumentarfilmen, die Sie gemacht haben, mit Buena Vista Social Club, mit Pina und mit Das Salz der Erde Oscar nominiert gewesen, haben ihn jeweils aber nicht bekommen. Was würde es Ihnen bedeuten, wenn es jetzt vielleicht klappen würde mit dem Papstfilm? So eine Frage stellt man nicht. Das, ich weiß, deswegen mache ich es ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Also das erstens ist das immer anders, als man denkt. Zweitens klappt es ähnlich. Und drittens habe ich meiner Frau versprochen, das nicht nochmal mitzumachen. Also wir drücken trotzdem die Daumen, würde ich sagen, und sagen ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Film und den wunderbaren Abend. Wim Wenders, meine Damen und Herren. Dankeschön fürs Kommen.